Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal des BVM1. Heute sprechen wir darüber, wie ihr Ölbilder richtig lesen könnt aus einem sogenannten Lane Pattern Sheet und dadurch euer Spiel auf ein neues Level bringen könnt. Egal ob Anfänger oder Profi, diese drei Schlüsselfaktoren sollten euch helfen, das Beste aus jedem Ölbild rauszuholen. Dieses Video wird von unserem Vereinssponsor Interix gesponsert. Interix, ihre IT, einfach gemacht. Interix bietet eurem Unternehmen das Komplettpaket für die IT. Egal ob moderne Geräte für eine optimale Ausstattung eurer Arbeitsplätze oder Softwarelösungen für das mobile Arbeiten. Interix rüstet euch und eure Mitarbeiter aus. Und eine proaktive Überwachung der IT-Systeme sorgt dafür, dass möglichst erst gar keine Probleme entstehen. Mit diesem Rundum-Ansatz von Software bis Netzwerkinfrastruktur und einem schnellen Service hat euer Unternehmen weniger Stress mit der IT und mehr Zeit für das Kerngeschäft. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Vereinssponsor, dass er uns über das gesamte Jahr unterstützt. Wenn ihr auf Meisterschaften, Turnieren oder auch Bowlingligen unterwegs seid, habt ihr wahrscheinlich bereits einen sogenannten Lane Pattern Sheet gesehen. Und diese Sheets zu verstehen, kann gerade für Anfänger recht schwierig sein. Aber mit den dort vorhandenen Informationen könnt ihr sehr schnell evaluieren, wie ihr ein Ölbild bespielen solltet, um das Bestmögliche für euch rauszuholen. Das ist auch sehr oft der Unterschied zwischen erfolgreichen, erfahrenen Bowlingspielern und Anfängern. Denn mit den vorhandenen Informationen zu dem Ölbild könnt ihr euch gut auf die Spiele vorbereiten. Heute sprechen wir darüber, worauf es wirklich ankommt. Der erste und wichtigste Faktor, den ihr aus so einem Lane Pattern Sheet lesen könnt, ist die Ölbildlänge. Diese sagt aus, wie lang das Ölbild tatsächlich ist und hilft euch zu bestimmen, wo euer Ball idealerweise das Ölbild verlassen sollte, also euren sogenannten Breakpoint. Hierfür gibt es eine sehr einfache Faustregel, die ihr euch merken solltet. Nehmt die vorhandene Länge des Ölbilds und zieht 31 von diesem Wert ab. Das ist der Wert, an dem der Ball das Ölbild verlässt und anfangen wird, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Nehmen wir ein 40 Fuß Ölbild als Beispiel. Das bedeutet 40 minus 31 und das Ergebnis ist 9. Dieser Wert gibt euch als Erkenntnis, dass euer Ball das Öl idealerweise etwa bei Board 9 verlassen sollte, um dann in die Hookphase zu starten. Aber dies ist nur ein Ausgangspunkt. Die tatsächliche ideale Position kann natürlich variieren, je nach vorhandener Bahnoberfläche, also Kunststoff oder Holz zum Beispiel, und auch Topografie der einzelnen Bahnen. Heutzutage sind Kunststoffbahnen eher die Norm, daher sollte der Wert in den meisten Fällen relativ gut passen. Was in dieser Berechnung aber nicht berücksichtigt wird, ist natürlich euer Spielstil und euer Material. Die Berechnung sagt lediglich aus, wo der Ball aus dem Ölbild rauskommen sollte. Wie er dorthin kommt, heißt von tief oder von rechts oder eher parallel, sollte zu dem genutzten Material in euren Umdrehungen, Geschwindigkeit und allgemeinen Spielstil passen. Aber zum Glück gibt es noch weitere Informationen, die euch dabei helfen sollten, eine Linie vorher schon zu evaluieren. Die zweite relevante Information auf solch einem Cheat ist die Ölverteilung, oft als 2-2-2, 5-5 oder ähnliches angegeben. Diese Zahlen zeigen euch ganz einfach gesagt, unter Start und Stopp, von welchem Board rechts bis zu welchem Board links das Öl aufgetragen wurde. Und unter Loads, wie viele Durchgänge der Ölmaschine gemacht wurden mit diesem Weg. Und somit auch, wie viel Hold wir auf der Bahn haben, also wie viel Öl dort liegt, damit der Bowlingball nicht direkt am Trockenen landet und wirklich rutschen kann. Ein 2-2-2-Pattern bedeutet, das Öl wurde von Board 2 links bis Board 2 rechts gelegt. Je mehr Durchgänge angegeben werden, desto mehr Hold ist halt am Rand, also mehr Öl. Und mehr Hold bedeutet weniger aggressive Ballbewegung. Was könnt ihr nun daraus mitnehmen? Sehr viel, um eure Spiellinie definieren zu können. Denn wenn ihr wisst, wie lang geölt wurde und welche Boards mit wie viel Öl vorliegen, dann könnt ihr daraus Entscheidungen treffen, wo ihr lang spielen solltet und mit welchem Material, um das zuvor definierte Board zu treffen, das euren Breakpoint darstellt. Ein genaues Beispiel zum Verständnis gehen wir durch, wenn wir die dritte, wichtige Information aus dem Sheet besprochen haben. Das Ölvolumen. Der dritte Faktor ist wie eben erwähnt das Ölvolumen. Auf dem Sheet wird es oben rechts unter Volume Oil Total in Millimetern immer angegeben. Diese Angabe kann in drei Kategorien unterteilt werden. Wenn es 22 Milliliter und weniger sind, dann ist es ein geringes Ölvolumen. Von 22 bis 26 Milliliter redet man von einem Medium Ölvolumen. Und 27 Milliliter und mehr sind dann hohes Ölvolumen. Wenn ihr das Ölvolumen kennt, dann sollte euch dieses final bei der Entscheidung des Materials, was ihr nutzen möchtet, weiterhelfen. Denn ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass es sehr viel Hook bei einem geringen und sehr wenig Hook bei einem hohen Volumen geben wird. Da wir jetzt die drei wichtigsten Informationen aus dem Sheet kennen, können wir einige Schlüsse daraus ziehen. Die Ölbildlänge gibt uns vor, wann der Bowlingball das Ölbild verlassen wird und wir somit den Breakpoint in etwa erwarten können. Also der Punkt, an dem der Ball aufhört, in eine Richtung zu rutschen und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen wird.
Die Ölbildverteilung zeigt uns, wo viel und wo wenig Öl sein wird. Damit können wir entscheiden, basierend auf unserem eigenen Spielstil, wo wir lang spielen sollten. Ihr könnt erkennen, auf welchem Board weniger Öl liegt und somit eure Linie von dem Anwurf bis zum Breakpoint besser einschätzen. Und das Ölvolumen gibt uns Informationen darüber, welches Material am sinnvollsten ist im Zusammenhang mit den anderen Informationen. Wir können entscheiden, ob wir einen Kern mit einem hohen oder niedrigen RG und Diff brauchen, je nachdem, welche Linie wir spielen wollen, um den Breakpoint zu erreichen. Wir können auch besser einschätzen, welche Oberfläche dazu passen würde, basierend auf diesen Informationen. Lasst uns das Ganze an einem praktischen Beispiel zusammenfassen, wie ich Entscheidungen treffen würde, basierend auf dem Ölbild Tokyo West Bowl, welches übrigens für die bayerische Mixmeisterschaften genutzt wird. Das Ölbild Pattern Sheet zeigt uns folgende Informationen. Es wird 42 Fuß lang geölt. Wir haben 2-2-2 mit 5 Durchgängen bis etwa 10 Fuß, dann weniger Breite, aber auch Durchgänge mit deutlich weniger Öl bis etwa 32 Fuß. Und mit insgesamt 25 ml Ölvolumen ein Medium Ölvolumen. Das bedeutet, basierend auf alles, was wir bis jetzt gesprochen haben. Der Exit des Bowlingballs aus dem Ölbild kann ich etwa bei Board 11 erwarten, da 42 minus 31 11 ergibt. In etwa diesem Bereich wird mein Breakpoint liegen. Das Ölbild wird mir gerade am Anfang einen guten Halt bieten, da es bis auf 10 Fuß Länge mit mehreren Durchgängen Öl aufgelegt hat und das recht breit. Das genutzte mittlere Ölvolumen bietet mir recht vielseitige Balloptionen, da mehrere Linien möglich sind. Daraus ergeben sich für mich aktuell zwei wahrscheinliche Optionen, die ich ausprobieren könnte. Eine mit engeren und eine mit etwas, für meine Spielweise, größeren Winkeln. Ich versuche euch beide zu erläutern, damit ihr ein konkretes Beispiel habt, wie ihr es angehen könntet. Meine wahrscheinlich erste Wahl wären engere Winkel. Dies gibt das Ölbild her, gerade durch die mehrfachen breiten Öldurchgänge im ersten Drittel der Bahn und es ist auch eher meine Komfortzone beim Bowling aktuell. Das passt auch zu meiner Spielweise und Ballabgabe, da ich dazu tendiere, Probleme zu haben, wenn ich meine Winkel zu weit öffnen muss. Für diese Option habe ich auch einiges an Arsenal und ich würde die Probewürfe nutzen, um zu schauen, welche Ballreaktion mir am besten gefällt. Der erste Ball wäre mein Primal Shock. Es ist ein Solid, der Ölvolumen gut ab kann und bietet mit seinen 4000 Grid Thermal MFS Solid Oberfläche etwas mehr Länge als meine anderen Solids. Der symmetrische Impuls V2 Kern mit einem RG von 2,56 bietet dazu passende Länge und der RG von 0,054 genug Kick dann für den Breakpoint und den Weg wieder in die Gasse. Dazu kommt auch der Gedanke, dass dies mein Wohlfühlball ist und ich ihn extrem gerne spiele. Ich denke, mit diesem Ball würde ich versuchen auf 25 zu stehen und über 14-15 raus auf 9-10 zu spielen. Ein paar Boards weiter raus als der Exit-Punkt erwartet wird, da dieser Ball durchaus größere und aggressivere Kurven beim Breakpoint verursachen kann und ich ansonsten eventuell eine Überreaktion erhalten würde. Als zweiten Ball würde ich meinen Venom EXJ Solid ausprobieren. Ein weiterer Solid, der aber mit 2000 Grid Thermal MXC Solid Oberfläche eher dazu tendiert, sich etwas früher aufzubauen und nicht so viel Länge bietet wie der Primal Shock. Der Kern unterstützt das zu einem gewissen Grad. Mit einem RG von 2,52 hat der Ball eine gute Länge, aber der Diff von 0,029 ist eher schwach, was bedeutet, dass er eher eine kontrollierbare und smoothe Kurve macht. Hier würde ich mich erstmal rund um 22 aufstellen und eher über 12-13 raus auf so 10-11 spielen. Die kontrollierbare und kontinuierlich schwächere Kurve dürfte dann gut passen. Je nachdem, was ich von diesen beiden Bowlingbällen sehe, würde ich eventuell noch einen dritten ausprobieren, den Sub-Zero Forge. Dieser weitere Solid hat eine ähnliche Oberfläche zu dem Venom, die Leverage MXC Solid Reactive mit einem 2000 Grid Finish, aber der Kern möchte sich mit einem RG von 2,49 früher aufstellen und bietet mit einem Diff von 0,054 mehr Hook-Potenzial. Sollte der Primal Shock zu hoch kommen und der Venom Shock zu leicht, so wäre das wahrscheinlich die beste Alternative für einen ähnlichen Winkel zu den beiden anderen Bällen. Letztendlich würde ich bei einem dieser drei Bowlingbälle in einer ähnlichen Linie spielen, in der ich zwischen 23 und 28 stehe und versuche über 13 bis 16 raus auf Leiste 10-11 zu spielen. Und basierend auf die vorhandenen Informationen meiner Spielweise, sollte das eigentlich durchaus passen. Meine zweite Wahl wären größere Winkel. Auch dies gibt das Ölbild her, aber es passt weniger zu meiner Spielweise und Arsenal. Es gibt zwei Gründe, warum ich diese Option vorab aber auch evaluieren möchte. Der erste Grund sind andere Spieler. Mein erster Ansatz ist einer, der sehr wahrscheinlich von vielen Spielern genutzt werden wird. Somit wird sich die Linie schnell verändern und wahrscheinlich schwieriger zu spielen sein langfristig. Also hätte ich gerne eine Alternative, falls es überhaupt nicht läuft. Der zweite Grund hängt auch damit zusammen, die Transition. Irgendwann werde ich mich anpassen müssen, selbst wenn ich mich dazu entscheide, die erste Option mit den Solids zu wählen.
Also zu wissen, wo ich in etwa spielen kann mit einer anderen Linie und Material, ist keine schlechte Option. Für diese Option habe ich deutlich weniger Arsenal, würde aber auch in den Probewürfen versuchen, mit mindestens 2 bis 3 Würfen diese Linie auszuprobieren. Die Linie wäre dabei etwas tiefer für meine Verhältnisse, also eher auf 30 bis 35 stehen und versuchen über 17 bis 15 raus auf 11 zu spielen. Der Gedanke dabei ist, das vorhandene Öl in der Mitte des Ölbilds zu nutzen und dafür brauche ich aber Material, was mich dabei unterstützt, durch dieses Öl zu gleiten und genug Energie zu haben, wenn es dann zum Ende des Ölbilds kommt. Dafür habe ich 2 Optionen, wobei eine davon wirklich nur rausgeholt wird, wenn sonst nichts läuft. Die erste Option ist mein Nuclear Forge. Mit seinem Pearl Propulsion Heavy HVP Oberfläche mit einem 5000 Grit Laser Finish bindet er einiges an Länge durch das Öl und behält seine Energie für den Breakpoint. Der Detonator Kern ist derselbe wie in meinem Sub-Zero Forge und sollte mir helfen, den Ball kontrolliert in die Gasse zu bringen aus diesem Winkel. Meine zweite Option ist tatsächlich einer meiner ältesten Bowlingbälle aktuell im Arsenal, mein Mythic Jackal. Dieser ist zwar ein Hybrid, aber mit den Infusion HV 2:1 Oberfläche besitzt einen Euren Pearl als Solid-Anteil und auch einen glänzenden 5000 Grit Finish. Der Kern ist der Predator V2 asymmetrisch mit einem RG von 2,51 und einem Diff von 0,049. Leider habe ich festgestellt, dass asymmetrische Bowlingbälle meiner Spielweise nicht besonders gut liegen, aber ich würde ihn mitnehmen, falls der Nuclear Forge zu stark reagiert oder zu wenig Länge bietet, da dieser Ball beides gut ausgleichen könnte. Ich hoffe, euch mit diesen Erläuterungen geholfen zu haben, Lane Pattern Sheets besser zu verstehen und auch zu lernen, wie ihr daraus wichtige Erkenntnisse für eure Spielweise entnehmen könnt. Ich habe basierend auf das Lane Pattern Sheet für die Bayerische Mix Landmeisterschaft zum Beispiel entscheiden können, welche Bowlingbälle ich überhaupt mitnehme und welche zu Hause bleiben. Mein Mythic Jackal ist eigentlich kaum noch in meinem Bag, aber er wird den Platz des Forge Ambers einnehmen und hoffentlich mir einen guten Dienst erweisen. Ihr solltet jedenfalls mit diesem Wissen bestens gerüstet sein, jedes Ölbild zu lesen und basierend daraus die richtigen Entscheidungen zu treffen.